Es ist kein Job, sondern es ist wirklich ein Beruf, da wo man ein Stück weit auch vom Glauben getragen werden muss. Wie gesagt, anders hält man die ganze Sache nicht durch. Die Menschen sind eine Sache, aber die Kirche, die Glaubensgemeinschaft ist eine andere Sache. Und da ist einfach so, dass bei allen Menschen in der Kirche man doch immer wieder spürt, dass die Kirche von viel weiter oben geleitet wird als von Geistlichen. Es wird wohl den Beruf des Mesners geben, solange es ein Gotteshaus gibt, weil irgendwer muss ja auf- und zusperren, muss sich um das Haus kümmern. Allmächtiger und starker Gott, du hast das Öl geschaffen und zu einem Zeichen der Lebenskraft gemacht. Segne dieses Öl. Das ist aber auch das Reizvolle an diesem Beruf, dass er eben extrem vielseitig ist. Das beginnt schon im Umgang mit den Menschen. Gerade heute ist ja die Technik eben so weit fortgeschritten, dass man in vielen eben auch sehr technisch versiert sein muss. Früher hat man die Glocken mit dem Strick geläutet. Heute hat man eine Funkuhr, die am Computer programmiert wird, wann sie läutet. Nur als Beispiel für diese ganze Geschichte. Man hat eben in der Vorbereitung der Liturgie, in der Durchführung, aber auch im ganz normalen Tagesbetrieb zu tun, tägliche Arbeiten, immer wiederkehrende Arbeiten, wie die Kirche aufsperren, bis hin zu den Besonderheiten, die einmal im Kirchenjahr sind, Hochfeste vorbereiten, bis hin zu ganz außergewöhnlichen Sachen, die aber jetzt beispielsweise hier an der Kathedrale hier in Augsburg natürlich nochmal was Besonderes sind. Und man kann sich in vielen Dingen aber auch verwirklichen, ob man dekorativ tätig ist oder ob man sich einfach in der Vorbereitung von Liturgien, Gottesdiensten, aber auch bis hin zu, ich sage jetzt mal, Gebäudeunterhalt oder die Pflege von liturgischen Gegenständen. Der Zitronenbaum hat viele Zitronen dran, trägt dauernd. Bei Messen, bei denen eben Zitronen gebraucht werden, wo Chrysam verwendet wird, da reinigt ja der Bischof sich die Hände mit der Zitrone, da versorgen wir uns selber mit frischen Zitronen. Man ist ein Stück weit sein eigener Chef als Mesner. Man hat eben jene Aufgaben zu bewältigen, dass der Betrieb läuft, was natürlich auch bedeutet, dass man im Großen und Ganzen mit freier Hand einfach sich um den Betrieb kümmert. Der Pfarrer kommt in die Kirche, weiß, dass vorbereitet ist und dass dieser Betrieb Kirche einfach ein Stück weit von alleine läuft.
denn mancher Weihrauch, der ähnelt einem gewissen weißen Pulver und das macht natürlich immer leicht verdächtig. Da bin ich schon manchmal knapp an Verhaftungen vorbeigegangen. Da gibt es eben auch eine Geruchsvielfalt von allen möglichen Blumen bis hin zu verschiedensten Parfumsorten, die man so kennt. Geht sogar so weit, dass ich Weihrauch direkt aus Äthiopien zum Beispiel bestelle oder aus aller möglichen Herrenländer, die man da so findet, die man da so auftreiben kann.